Bam! Neue Folge Plattenfrosta Television 26. 26, ein Jahr Plattenfrosta, Jubiläumsveranstaltung. Ja. Tja. Hi Felix. Hi, Stefan. Wir sind fast pünktlich da. Ne, sind wir nicht. Fast. Es ist 8.30 Uhr. Wir haben heute mit dem Landstrom gespielt. Der war dann eine Weile weg. Und dann gab es mal wieder ein bisschen Schwierigkeiten. Wir sind ja immer noch an einem Schiff hier und nicht irgendwo auf dem Land in einem Club, wo man einfach so einsteckt. So. Genau, ja, Plattenfrosta ja. Für diejenigen, die das erste Mal dabei sind. Ja, was machen wir hier eigentlich? Wir versuchen, Musik in die Stadt zu bringen, aktuelle Musik in die Stadt zu bringen, in allen möglichen Facetten. Wir versuchen, mit interessanten Menschen aus Kunst und Kultur und ja, hast du nicht gesehen, ja, ins Gespräch zu kommen über Themen, die irgendwie uns bewegen, die die Zukunft der Live-Musikkultur bewegen. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, die Corona bewegt, dies, das, jenes. Wir hatten uns eigentlich mal gesagt, Corona, das Wort nehmen wir nicht mehr in den Mund in dieser Sendung. Aber wird heute auch wieder Thema werden, ist schon auch so, ja. Ja, es wird immer, ne? Ja. Das ja, bleibt nicht aus, leider. Genau. So, was passiert denn heute eigentlich? Ja, heute ist Folgendes am Laufen. So, wir haben eigentlich ziemlich eine sehr klare Sendung, wo es um Studio, also um Aufnehmen, Produzieren geht. Tobias Levin ist zu Gast aus dem Electric Avenue Studio. Er ist auch Mitglied im Westwerk, im Verein dort und arbeitet dort mit, veranstaltet, ist Musiker, macht ein Studio. Und Rick MacPhail ist auch hier und Fran Havel, die spielen nachher. Das Ganze ist sehr garish, fast Indie, Minimal Rock Style mäßig so. Und hinter uns steht schon Twisk parat, die auch mit neuem Album am Start sind, das am 18. Juni rauskommt. Und die werden am Anfang heute Abend hier so ein bisschen loslegen. Die werden am Anfang hier so ein bisschen loslegen, auf jeden Fall werden die stabil loslegen. Genau. Haben wir eigentlich noch Dinge zu sagen, zu erzählen? Im Fall, ihr nachher wegschaltet, weil es hier schon auch zwei Stunden zur Sache geht oder sowas. Alle Folgen in aller Länge und alle Ausschnitte davon so auf YouTube, YouTube/MS Stubnitz 701 ist die Adresse so. Ungefähr. Ja. Also man, wer will, findet uns. Genau, was bleibt uns zu sagen? Ich würde sagen Abfahrt, ne? Ja, oder? Twisk ist eine Band, The Personal is Political, Lennart, Luca und Kirin hier am Start für euch. Viel Spaß mit. Genau, los geht's. And as you kiss them goodbye,
be grieving for your reason. This way of life is bound to fail. I won't be grieving for your reason. And I don't think you should prevail. Thank you.
purpose. I am a transfer anarchist. I am your average terrorist. I am a transfer anarchist. You just moving from CP. Gender revolutionist. I am your average terrorist. I am your gender revolutionist. You put gender on a pill.
Moin, da sind wir wieder. Wir sind heute im Rudermaschinenraum, also ganz hinten im Schiff. Hier sieht man auch den Ruderquadranten, der quasi durch die Elektromotoren hier angetrieben wird, um das Ruder zu stellen. Unser Projekt hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Ruder an sich zu tun, aber hat sich irgendwie so ergeben, dass wir jetzt hier rumturnen müssen, denn wir wollen eine Bilgenwasserübergabepumpe installieren. Kurz zum Hintergrund. Die Bilge befindet sich in jedem Schiff ganz unten. In einem kleinen Segelboot ist es eben einfach ganz unten über der Außenhautbeplankung, da wo sich eben das ganze Wasser und das umgekippte Bier so sammelt. Bei größeren Schiffen ist das vom Prinzip her ähnlich. Alle Flüssigkeiten, die irgendwie auftreten im Schiff, ob das jetzt ein bisschen Öl ist von der Maschine oder mal eine geplatzte Rohrleitung oder auch einfach vom Saubermachen irgendwelches Wasser oder umgekippte Getränke, was sich halt so ansammelt an Bord von so Schiffen, sammelt sich eben auch hier ganz unten, nur dass man das Problem hat, dass eben in moderneren Schiffen diese wasserdichten Unterteilungen existieren. Also jedes Schiff hat ja so Unterteilungen, also auch Compartments genannt, um das Schiff eben in Längsrichtungen zu unterteilen, damit wenn man vorne wo dagegen fährt, nicht hinten auch das Wasser reinläuft. Haben wir ja in Titanic alle gelernt. Hat da nicht funktioniert. Seitdem hat man noch ein paar andere Sachen dazugelernt. Aber vom Prinzip her ist eben genau das Ding, dass diese wasserdichte Unterteilung eben verhindert, dass das Wasser aus dem ganzen Schiff sich an einem Ort sammelt. Man hat quasi vor jedem Shot eine Pfütze Wasser. Und deswegen gibt es diese Lenzbrunnen, die hatten wir schon mal in einer früheren Folge beschrieben. Das sind so Vertiefungen vor jedem wasserdichten Shot, wo sich eben das ganze Wasser, was im Schiff so zusammenläuft, eben ganz unten an einem tiefsten Ort sammelt. Von da kann man es abpumpen, deswegen gibt es eine zentrale Lenzpumpe im Maschinenraum. Von der geht so ein Rohr geäst durchs ganze Schiff in alle Lenzbrunnen rein. Und wenn man da eben alle Ventile richtig stellt und alles gut läuft, dann kann man quasi aus einem bestimmten Lenzbrunnen das Wasser absaugen und in einen zentralen Tank reinpumpen. Das ist Tank 26. Der ist ganz hinten im Schiff und deswegen sind wir hier im Rudermaschinenraum, weil der ist hier direkt drunter. Dieser Tank, der ist ziemlich verwinkelt, dadurch, dass das Schiff eben hinten diese Form hat, dass das so zusammengeht und dann über dem Propeller so zusammenläuft und ein bisschen spitz zuläuft und so. Das ist ganz schön eng da unten. Das macht die Sache relativ anspruchsvoll. In unserem Fall ist es so, dass das an den Schiffsseiten, also hier neben uns in die Schiffsseiten, da ist der Tank nochmal so 80 cm höher als hier in der Mitte. Und die Zugänge in den Tank sind nur ganz außen. Bei uns ist die Situation, dass wir im Moment noch dieses ganze Wasser, was sich in diesem Tank sammelt, eben nicht selber irgendwo hinpumpen können, sondern da kommt ein Schiff vorbei und hat quasi eine große Pumpe an Bord und schmeißt dann einen dicken Schlauch hier rüber und steckt den dann in so eine Öffnung an den Seiten von den Tanks rein und versucht den Tank so leer wie möglich zu kriegen. Das klappt dann so, mehr schlecht als recht. Man kommt halt durch diese Verschachtelung und diese enge Bauweise eben nicht in die Mitte vom Tank und kommt nicht an den tiefsten Punkt. Deswegen kommen wir bisher eigentlich nie dazu, diesen Tank wirklich mal leer zu machen. Da bleibt halt immer was drin, ist ein bisschen ärgerlich. Außerdem dauert es einfach sehr lange, dadurch, dass die Pumpe halt an Bord steht und sie eben diesen ganzen Weg rüber saugen muss. Das ist relativ unproduktiv für eine Pumpe und das kostet uns einmal relativ viel Geld, kostet viel Zeit und ist auch irgendwie blöd, wenn man so einen Tank nicht leer bekommt. Deswegen wollen wir uns jetzt eine eigene Pumpe an Bord zulegen, die eben diesen Tank leer pumpen kann. Um bei einem Tank am tiefsten Punkt abpumpen zu können, braucht man natürlich irgendwie eine Rohrleitung, die dahin führt. Und da wurde es auch schon spannend, da wir den Tank ja nicht ganz leer bekommen, aber irgendwie dann ein Rohr hinbauen müssen, haben wir hier unten ein Loch in die Mitte gemacht. Das hier ist genau in der Mitte vom Schiff. Das heißt, wir haben letzte Woche hier ein Boot kommen lassen, was den Tank so weit leer pumpt, damit der Wasserstand hier, also der Ölstand, wie auch immer, was da drin ist, weiter unten ist. Und haben dann dieses Loch reingemacht. Dann, als wir das Loch reingemacht haben, haben wir dann den Schlauch von dem Boot hier reingesteckt, sodass der ganze Tank eben einmal komplett endlich mal geleert wurde und haben dann gesehen, dass es da unten auch schon ein Absaugrohr gibt anscheinend. Das wusste nur keiner, da es keine vernünftige Dokumentation gibt von diesem alten Kahn. Haben wir gesehen, da ist ein Rohr, das reicht ganz bis nach unten, genau was wir brauchen und ist auch noch ganz gut intakt, dadurch, dass da eben immer auch Öl im Wasser ist, was da in diesem Bilgewassertank ist und das Öl immer an der Wasseroberfläche schwimmt,
ist das Ding eigentlich konsequent die letzten Jahrzehnte gut geölt gewesen und wir können das benutzen. Das heißt, wir werden jetzt hier an dieser Stelle bei Gelegenheit noch so ein Mannloch reinbauen, das heißt eine Öffnung, wo man nachher Schrauben reindrehen kann, um den Deckel eben festzumachen. Das kommt jetzt in den nächsten Tagen dran und dann werden wir einfach das Ansaugrohr benutzen, was wir auch früher benutzt haben. Wir sind jetzt hier im Armaturenraum. Das ist quasi ein kleines Stück weiter vorn, als wir gerade eben waren. Und hier befindet sich die Rohrleitung, die wir gerade eben gefunden haben, die vom niedrigsten Punkt im Tank absaugt. Die kommt quasi hier durch das Schott durch. Hier oben ist nochmal ein Ventil dran, um das eben abdrehen zu können. Das haben wir jetzt auch schon mal überholt. Da war irgendwie die Spindel, die das dicht machen kann, komplett verwirkt. Wer weiß, was da passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Aber die war komplett verbogen. Genau, das haben wir wieder instand gesetzt. Und jetzt sieht man hier noch die alten Rohrleitungen. Die alten Rohrleitungen führen von hier in den Maschinenraum und sind mit dem LAND-System im Maschinenraum verbunden. Und wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, merkt vielleicht auch so, das macht nicht so viel Sinn, weil man kann quasi mit dem LAND-System im Maschinenraum mit der Pumpe ja wieder in Tank 26 reinpumpen und es aber auch gleichzeitig aus Tank 26 raussaugen. Das macht quasi überhaupt keinen Sinn. Ist irgendwie über die letzten Jahrzehnte so entstanden. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass man ein System so baut. Aber vielleicht sind da auch schon irgendwelche anderen Pumpen wieder rausgebaut und reingebaut und ersetzt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall schmeißen wir den Kram jetzt raus und werden jetzt hier ein paar neue Rohre anschließen. Das heißt, hier kommt ein neues Rohr runter und hier vorne bauen wir dann die Pumpe hin. Dafür bauen wir ein Fundament, was irgendwie so ungefähr einen halben Meter über dem Boden hier ist, über dem Deck. Dass auch wenn der Raum mal geflutet werden sollte, was natürlich keiner will, aber womit man halt leider rechnen muss, dass die Pumpe dann eben trotzdem im Trockenen steht. Und von da aus wird eben diese Rohrleitung mit möglichst großen Radien, damit das Bilgenwasser schnell durchfließen kann, eben nach oben geleitet. Und zwei Decks höher wird es dann so einen Übergabestutzen geben, wo eben das Bilgenwasserabholungsschiff mit einem Schlauch sich anschließen kann. Und dann schieben wir den ganze Sache da einfach mal ein bisschen schneller rüber als bisher. Hey, hallo, da sind wir. Wir haben gerade Sally im Tank 26 erklären gehört, was hier wieder in der Instandhaltung gelaufen ist. So wie vielleicht nicht alle wissen, die heute zuschauen, so seit Anfang 2018 machen wir eine Instandhaltungsphase. In mehreren Bereichen wird viel gearbeitet, zum Beispiel jetzt eben in Tank 26, was gerade so 8 Minuten erklärt wurde. Die Arbeiten laufen noch bis Ende Mai und laufen dann so langsam aus und dann wird neu ausgerichtet, wie das Ganze weitergeht. Rust Never Sleeps, dieses 80 Meter lange Stahlschiff, wird immer weiter rosten und wir werden immer weiter dagegen anarbeiten. Hier im Gespräch ist Tobias Levin heute zu Gast. Radargespräch nennen wir das, wenn wir ein bisschen die Fühler ausstrecken, zu gucken, was in der Stadt so geht, was für aktuelle Musik wichtig ist. Du bist heute da, Tobias, weil du das Electric Avenue Studio machst, schon lange, schon seit den, wenn man mal nachguckt, schon seit den Mitte 80ern, späte 80er so? Nicht ganz. Nicht ganz? 90er. Also 90er. Mich gibt es tatsächlich auch schon mindestens seit Mitte der 80er. Ja, ja. Aber das Studio ist so ungefähr 96. Ja. Und das Mitte der 80er, das ist dann eher meine Zeit als Musiker mit meiner Band Captain Kirk. Genau, da warst davor. Du. Ich glaube, das erste Release war dann 86 bei dir, was genau, bei dir in den Works gelistet ist so. Ja, genau. Das ist das Erste. Genau. Ja. Das ist auf der Seite bei meine Arbeiten aufgelistet. Ja. Aber Studio habe ich da noch nicht gemacht. Da war ich noch über 10 Jahre von entfernt. Ja. Ganz spannend finde ich ja so, du hast diese Seite Electric Avenue Studio. Da ist sehr kurz und schlicht fast nichts zu sehen, außer deine Arbeiten. Und ansonsten muss man auch schwer nachschauen. Es gibt ein paar Zeitungsberichte. Es gibt bei Indipedia einen kleinen Eintrag so, Social Media machst du gar nicht. Brauchst du nicht? Willst du nicht? Kein Bock auf so einen Scheiß? Oder? Wahrscheinlich brauche ich es, aber dafür bräuchte ich dann auch ein bisschen Ahnung davon. Ja. Warum mache ich kein Social Media? Solange man was anderes zu tun hat, als Social Media zu machen, ist es vielleicht etwas, was man noch
vor sich her schieben kann. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten im Vorfeld mal telefoniert und du bist auch im Westwerk im Vereinsmitglied, veranstaltest dort, machst da schon lange mit. Das Electric Avenue Studio ist angeschlossen am Westwerk, also quasi im gleichen Gebäude. Ja, soweit. Genau, du bist da Überzeugungstäter und auch quasi irgendwo im Do-it-yourself-Segment anzusiedeln, so ein bisschen, oder ist das, wie ist das bei dir so? Wie sieht so ein Studioalltag aus? Was machst du in deinem Leben mit Electric Avenue Studio? Also das Westwerk ist ein Kunstverein, Musik, bildende Kunst, Bar, in der Stadt leben. Ich weiß nicht genau, wo ich da anfangen kann. Reden, also kennengelernt habe ich das Westwerk als jüngerer Mann übers Ausgehen in Hamburg. Ich komme aus dem Vorort von Hamburg, genau genommen aus dem kleinen Dorf Tankstedt, bei Pinneberg. In Pinneberg bin ich zur Schule gegangen. Und auch in so einem Dorf kann man irgendwie merken, was hier und da los ist, logischerweise. Und in Hamburg führten die Wege für mich dann relativ schnell, ich sage jetzt mal, an die Bar des Westwerks. Das Westwerk ist Mitte der 80er gegründet. Inzwischen, naja, gut, jeder kann selber nachrechnen. Und da stand ich als junger Mann. Ich hätte nicht denken können, dass ich da dann irgendwann mal tatsächlich mithandeln und machen kann. Ganz zu schweigen davon, dass ich irgendwann mal da Musik aufnehmen könnte. Ich wusste, bis ich 30 war, nicht, dass ich das überhaupt könnte, Musik aufnehmen. Du bist mit 30 zum Musikaufnehmen gekommen. Davor warst du aber schon auch als Musiker am Start eigentlich, oder? Ja, davor, also ja, auf jeden Fall. Also davor gibt es dann einmal meine Jugendband Captain Kirk and His Incredible Lovers war unser erster Bandname, als ich so 16, 17 war. Und, und dann ging es so ein bisschen weiter, dass wir das doch wirklich sehr ernst genommen haben und über alle möglichen anderen wichtigen Angelegenheiten gestellt haben. Und dann ein erstes Album machen durften bei Alfred Hilsbergs Label What's So Funny About, das er nach Zickzack gegründet hatte, um Musik rauszubringen, die sich nicht nur spezifisch um das deutsche Denken, um Punk, schräge Ideen, wie kann man sich anders fühlend ein Leben vorstellen. Er fing an, ein bisschen weiter zu gucken. Diese sogenannte deutsche Welle schien so ein bisschen ausgelaufen. Und dann hat er eben What's So Funny About gegründet. Und da waren wir eine der Gruppen, die dann so in seinen Blick gerieten. Und unsere Lust, englischsprachige Musik zu beobachten, damals über Zeitschriften vor allen Dingen, und natürlich über Musik. Also anschauen konnte man sich tatsächlich über Zeitschriften, eher als über Videos. Also die Bilder waren dann im New Musical Express oder sonst was. Und dann fiel mir irgendwann als vielleicht 15-Jähriger auf, dass es am Kiosk auch Dinge gab wie Sounds, Zeitschriften. Und die sind in Hamburg rausgekommen. Insofern war klar, dass man da irgendwann reingehen muss und gucken muss, wie man in die Bars und Kneipen reingeht, wo man die Leute anschauen kann, die vielleicht wichtig sind und wo man ein bisschen auffällig sich benehmen kann. Wie alt warst du das ungefähr? Oder? 17, 17, 18. Genau, und dann haben wir die Band gegründet und sind dann mit einer Kassette irgendwann nach Hamburg gegangen, sind als erstes zu Michelle Records gegangen, wo damals der Bassist von den Geisterfahrern am Tresen saß, Erdem Güngoracek, ein toller Mensch. Und dem zeigten wir die Kassette und der sagte, keine Ahnung, musst du zu Ruff gehen. Ruff war Michael Ruff, Rough Trade Records, Rough Trade Records war es ja genau, hat das dann umgenannt in Ruff Records. Roof Trade Records, ganz genau. Und da standen wir dann wieder vor, wie so Schüler vor dem Lehrer, die was vorzulegen hatten, und haben eine Kassette, die wir mit Karol von Rautenkranz aufgenommen haben. Karol von Rautenkranz ist der spätere Entdecker, darf man vielleicht so sagen, und Produzent von Tokotronic und vor allen Dingen dann auch Labelgründer von Lars Storr. Und mit dem hatten wir diese Kassette in Pinneberg in irgendeinem Keller aufgenommen, auf 4 Spur, und haben die dann Michael Ruff hingelegt in der Feldstraße. Ich stand da mit meiner damaligen Freundin und auch Mitmusikerin Wiebke Lindeweber. Und dann hat er die in den Kassettenrekorder reingepackt und hatte am Telefon gerade Alfred Hilsberg. Es war genauso, wie ich sage. Und er sagt, ich habe hier eine Band, die klingen wie The Homosexuals. Tolle Band, habe ich danach nachgehört. Und dann hat Alfred
offensichtlich ihm gesagt, reich mal rüber. Und wie das damals so war, man hatte dann einen Plattenvertrag. Das war damals irre. Ja. Plattenvertrag bedeutete, dass ich meinen bürgerlichen Nachnamen sofort in Levin umänderte, weil Alfred Hilsberg sagte, ich werde versuchen, die Platte in England und in Japan rauszubringen. Und mein bürgerlicher Name, Fuhrmann, Tobias Fuhrmann, dachte ich, das geht gar nicht. Klingt nicht so, oder wie? Nee, geht nicht. Dann habe ich meinen besten Freund gefragt, das geht nicht, wir bringen jetzt die Platte raus, es wird vielleicht Japan, England, keine Ahnung, ich brauche einen anderen Nachnamen. Ja. Dann habe ich gesagt, also irgendwas Hebräisches hätte ich jetzt gerne. Tobias, irgendwas hinterher. Dann sagt er, Levin. Alles klar, dachte ich. Levin, ja. Das klingt gut. Tobias Levin. Und damit ging die Reise los. Also neue Identität, ab nach Hamburg. Alfred Hilsberg kümmert sich und dann, dann ging es los. Und das ist auch ganz nett, dass du das gerade so erzählst. Also die erste Sendung, da war Felix Kubin eben hier und Hilsberg taucht ja immer wieder auf. Also gerade auch in dieser ganzen Hamburger Geschichte. Na, so. Klar. Hilsberg hier, Hilsberg da. So. Na, und auch heute ist ja so ein Tag, keine Ahnung, Tokotronic hast du auch produziert, irgendwann 2002 oder sowas, irgendwie die erste Scheibe dann damit bei dir im Studio. Die erste, so. Die bei mir gemacht wurde, ja. Also genau. Die einzige von Ihnen, die bei mir gemacht wurde, aber ja. Genau, und die sind ja heute auch quasi, die sind nicht da, aber Rick Mayfield ist da und so und ja. Die größte auch, deutsche Band, ja. Ist Hamburg dann auch ein bisschen klein teilweise, weil dann irgendwie, also wenn man so ein bisschen stochert, dann ja, kommen immer die gleichen Verbindungen raus. Das kann so, sein. Es ist ganz gut, sich vielleicht keine Gedanken darüber zu machen, ob die Stadt, in der man ist, groß oder klein ist, oder aber kommt, ja. Die Gedanken, die wir hatten, waren immer größer als die Stadt Hamburg, ja. Das ist schön, ja. Wie ging das dann so ein bisschen weiter? Also weil du hast dann quasi selber Musik gemacht, Plattenvertrag. Und wann ist dann Electric Avenue Studio für dich so ein echter Punkt geworden, wo du dann mehr Zeit drauf geworfen hast? Das ist so ein bisschen die Gelegenheit. Also es fiel mir auf, als wir die zweite Platte machten. Das war dann mit dem Bruder von Karl von Rautenkranz. Also mit dem neben dem tollen Karl von Rautenkranz gibt es auch den tollen Chris von Rautenkranz. Das ist auch zugehörig, er hört das jetzt vielleicht nicht gern, weil er nichts zugehörig ist, außer sich selbst und so soll es sein. Aber um dieses Lars Storr Label herum, und um die da entstehende Hamburger Musikszene, also Hamburg hatte viele Musikszenen, aber als diese entstand, war natürlich Chris von Rautenkranz wahnsinnig wichtig. Und nun kommt hinzu, dass beide, Chris von Rautenkranz und Karl von Rautenkranz, zur selben Schule gegangen sind wie ich, und zwar in Pinneberg, also auch vor den Toren von Hamburg, im wunderschönen Pinneberg. Ja. Und die hatten selber auch eine Band, die hießen erst Mother's Pride, dann Die Guns. Ich würde das mal im weitesten Sinne als scharfen Elektropop bezeichnen. Und wir waren mehr so auf John Peel, Jesus Mary Chain, Gang of Four war ganz wichtig. Ja. Und natürlich der ganze andere Dorfrock-Kram, den man sich so vorstellen kann. Eigentlich komme ich vom Boogie-Rock, eigentlich habe ich Status Quo gehört, eigentlich hat AC/DC doch die besten Riffs aller Zeiten gemacht und so weiter. Aber auch immer dasselbe, oder? Ich bitte darum. Ja. Ja, das wäre ja schlimm, wenn sie das geändert hätten. Ja. Oder besser gesagt, wenn sie schlecht geändert haben. Also das Gleiche gespielt haben, aber nicht so gut. Ja. Also da gibt es feine Unterscheidungen. Und auf jeden Fall ist es so, dass Chris von Rautenkranz das zweite Album von uns aufgenommen hat. Und das war eigentlich der entscheidende Punkt. Also das war das erste Mal, in einem Raum zu sein, wo man Musik aufnimmt. Und damals, das muss man sagen, war das doch durchaus kompliziert. Das heißt, Chris war nicht nur ein irre toller Typ, sondern auch jemand, der diese irren Geräte beherrschte. Und das waren Mehrspurmaschinen mit Tonbändern und so weiter und so fort. Und es gab zwar schon Sampler, aber es gab noch keinen Computer, auf dem man direkt aufgenommen hat. Also schien es mir so zu sein, dass Musik aufzunehmen in einem Studio wirklich eine Wissenschaft ist, eine druidische Wissenschaft, die wirklich kein Mensch beherrscht, außer Chris. Und eines Tages rief Chris mich an. Und Chris rief mich an und sagte, Tobias, es gibt jetzt sowas Neues, das nennt sich Computer mit Musikprogramm. Und das ist genau das Richtige für dich. Denn wir hatten damals die unfassbare Zeit von einem Monat in einem Musikstudio verbracht. Das heißt, das war damals irre lang. Ja. Also als wir haben die Platte heißt Reformhölle, vielleicht ist der Titel auch so ein bisschen vielsprechend. Und als wir die Platte aufgenommen hatten und damit fertig waren, haben alle gedacht, uff. Also Captain Kirk, schon, vielleicht ist es eine tolle Band für den einen und die andere, aber die haben da sehr viel Zeit verbracht. Und Chris meinte, für jemand, der Lust hat, an etwas zu suchen, etwas zu machen, etwas zu tun, da ist dieses Musikprogramm richtig. Man muss aber, finde ich, dazu sagen, dass ein Musikprogramm eben einfach auch irgend so ein technologischer Wahnsinn ist, der nicht ausreicht, um das zu machen, was Musik bedeutet. Insofern war das zweite irre Ding, was mir passiert ist, dass ich mit meiner Band Captain Kirk aus einem Grund, den ich jetzt gar nicht mehr so richtig erinnere, plötzlich die Gelegenheit hatte, aus der Dorfschule in Tankstedt, das Vordorf
vor dem Vorort, sprich Pinneberg von Hamburg. Ja, also das Dorf vor der Vorstadt von Pinneberg, dass wir dort aus dem kleinen Loch von Grundschule, wo wir unten geprobt hatten, nach Hamburg gehen konnten und unseren Proberaum im Westwerk unten aufmachen konnten, in so ganz flachen Räumen. Ja. Und, waren auch nicht so die schnicken Dinger, so die Proberäume, eher so... Nee, das war schon toll. Also ja. Das Westwerk, und das ist übrigens der Ort, wo heutzutage auch nicht nur mein Studio, sondern auch andere Musikräume vom Westwerk sind, also wo die Musikräume des Westwerks sind. Ja. Und dann hat sich das einfach so peu à peu entwickelt, dass in dieser Ort, sagen wir mal, danach rief, dass man dort irgendwas hineinschleppte, also Equipment. Und das passierte so, dass ich inzwischen das große Vergnügen hatte, mit der Band Blumfeld als Gitarrist 3 Jahre lang durch die Welt fahren zu dürfen, mhm, und mit dieser Wahnsinnsband Gitarre spielen durfte. Das hatte auch zur Folge, dass es plötzlich möglich war, das ein oder andere Stück Equipment zu kaufen, was dann jahrelang rumstand. Also sowas wie Hallplatten, weil ich gelesen hatte, dass Talk Talk, die tolle englische Band Talk Talk, auf ihren späten Platten sogenannte Hallplatten benutzt hatten. Also vielleicht weiß es heutzutage sowieso jeder und jeder, aber große Holzkisten, in denen riesige Metallplatten aufgespannt waren, wo man Klang raufschickte, wie in so einer Hallfeder von einem Gitarrenverstärker, aber eben große Metallplatten, ja, und damit einen Wahnsinnsklang machen konnte. So eine Hallplatte habe ich gekauft, da reingestellt und die wartete dann erstmal ähnlich wie eine große 8-Spur-Maschine und so weiter. Auf Gelegenheit. Soll ich weiter erzählen? Ist das dann auch bei dir mit, also wenn du gerade sagst, Klangkörper irgendwie, so hast mit Kubin viel gearbeitet und der Kubin, also mit eine Platte mit Kubin auch das Westwerk eigentlich so als Klangkörper benutzt. Und mir scheint auch, dass so Leute wie du, auch Kubin und so weiter, auch hier, Urs Blase, der das Ding hier seit 30 Jahren also mitbegleitet und auch mitbegründet hat, dieses Klangkörper-Ding, also dass ein Raum als Wirkraum überhaupt auch mal so eine eigene Dynamik entwickelt, da scheinst du auch einen Strahl drauf zu haben, so dann, ne? So, ja. Ja, bestimmt. Ja. Also bis so ein Raum dann erstmal so überhaupt erobert ist mit dem einen oder anderen Equipment, braucht es in dem Fall dann noch. Die Goldenen Zitronen bekamen mit, dass dort eine 8-Spur-Maschine stand, die toll und groß war. Die haben sich ausgeliehen. Dann kamen sie bei der nächsten Produktion, das war das bisschen Totschlag war die erste. Dann kam, glaube ich, Economy Class. Dafür haben sie, also für Economy Class sind sie dann in diese Räume reingegangen, wo, also Westwerk unten, wo das ganze Equipment stand, was ich gekauft hatte. Und sie waren die Ersten, die das zusammengelötet hatten, um dort dann Economy Class drauf aufzunehmen. Okay, ja. Ich hoffe, dass ich gerade die richtigen Albennamen sage, aber ich glaube, genau so war es. Und ich saß nur daneben und sah, wie das Equipment im Westwerk benutzt wurde, um dieses Wahnsinns-Goldene Zitronenalbum aufzunehmen. Und dann waren sie fertig, dann haben sie alles wieder auseinandergerufen, sind gegangen und dann stand es wieder völlig unconnected da. Ja. Und es brauchte dann eine andere Band, die hieß Go Plus. Und das war die erste Band, mit der dann dieser Raum, wenn du so möchtest, sozusagen im ersten Schritt erobert wurde. Und diesmal dauerte es 6 Monate, bis wir ein Album fertig hatten, weil das war der absolute Anfang. Aber das waren einfach Probenräume, wenn man so sagen kann, in denen wir rumexperimentiert haben. Und bis es dann bei Felix Kubin ankam, der mit dem genialen Konzept ankam, lass uns eine Platte namens Echo House im Westberg, ja, genau, aufnehmen. Die meinte ich so, ja. Echo House. Und lass uns ihn und andere tolle Musiker und Musikerinnen, deren Namen ich jetzt nicht auswendig aufsagen kann, es waren wirklich irre Musiker, klassisch ausgebildete Musiker, Musikerinnen, wundervolle, weirde Drummer und präparierte Pianisten und Pianistinnen, ganz, ganz toll. Und da fingen wir an, die ganzen Räume im Westwerk zu mikrofonieren und über, ich weiß nicht, eine gute Woche, sage ich jetzt mal, dort in allen Räumen alles Mögliche aufzunehmen und unten sozusagen zusammenzufassen und im Prinzip die ganzen Resonanzen, kleine Ecken, das Westwerk hat einen Ausstellungsraum, der unglaublich hallig ist, mhm, und das alles zusammenzufassen und eben diese tolle Platte zu machen, die dann auch wirklich wahnsinnig schön ist und auch aufgeführt wurde in den März-Festival, dieses neue Musikfestival, was in Berlin läuft, wurde das Ganze in andere Räume, in die Sophienseele, nach Berlin transportiert. Also da wurde quasi ein Raum, den man erobert hatte, in einen anderen getragen. Und genau, und den Anfang hatte das im Westwerk genommen. Ja. Wie ist das denn im Westwerk, also so, wenn du das so erzählst, das ist ein Raum, der sich befüllt hat. Soweit ich weiß, Westwerk ist auch, steht auf eigenen Beinen, hat jetzt keine Förderung, also so jetzt vor Corona
selbstständig gearbeitet, irgendwie so, du machst es auch mit deinem Studio, oder seid ihr auch irgendwo angeschlossen und kriegt irgendwo so ein bisschen Stiftungsgeld her und könnt damit arbeiten? So ein bisschen die Richtung kulturpolitisch gefragt, so könnt ihr so richtig frei arbeiten und Zeit ist egal und einfach probieren, Experiment? Und, wir werden oder für unsere künstlerische Arbeit von der Stadt unterstützt und zwar immer auf der Basis von jährlichen Anträgen, indem wir unser Konzept vorstellen und das läuft seit 35 Jahren mit einem immer wieder neuen Überlegungen, was, wie, wo im nächsten Jahr passiert. Und dann sieht man, ob es möglich ist, weiterzuarbeiten oder nicht. Wir arbeiten die Kunst, die wir dort zeigen und die Musik, die wir hörbar machen, bezahlen wir nicht aus eigener Tasche. Das ist eine wahnsinnig aufwendige Arbeit. Eben, und dafür gibt es eine Unterstützung. Aber diese Unterstützung besteht darin, dass wir dadurch die Räume finanziert bekommen. Das heißt, wir verdienen da nicht dran. Aber wir können arbeiten, wenn die Räume finanziert werden. Und das läuft darüber, dass wir Konzepte ausarbeiten und erdenken und es immer wieder aufs Neue, jedes Jahr in einem durchaus als Kraftakt zu bezeichnen, den großen Antragsvergnügen versuchen, auf die Reihe zu kriegen, zu bewerkstelligen. Das heißt aber, der Ort ist dann finanziert, als beziehungsweise mitfinanziert, dass er funktioniert als Ort, in dem Zeug passiert. Aber ihr als Person, die den Ort macht, müsst noch selber gucken, wie ihr klarkommt irgendwie so, oder? Ja, jeder Mensch sollte auch durchaus in der Lage sein, selber. Aber es ist, also das Westwerk ist jetzt nicht der Arbeitgeber, wo ihr alle dranhängt und dann da gibt es eine Lohntüte und das geht so. Nein. Wir leben nicht von Einnahmen, die wir bei Konzerten zum Beispiel machen. Ja. Die Konzerte, die wir machen, versuchen sich selbst zu finanzieren. Das gelingt mal und mal mehr nicht. Und mal weniger. Genau. Das ist auch unsere Erfahrung. Also wir sind ja auch, wir machen viel Live-Musik auf der Bühne direkt, aber eben auch Clubbing. Verschiedenes davon oder auch Firmen-Events teilweise, weil man im Endeffekt muss man gucken, wo kommt die Kohle rein, die man dann verwenden kann, um wieder querfinanziert Programm zu machen. So, das ist auch genau das Modell, das durch Corona jetzt extrem fraglich geworden ist. Viele Leute einen Raum rumdrängen, irgendwie guter Bauumsatz ist erstmal vorbei. Deswegen auch ein bisschen so die Frage. Und ein Trigger, den ich noch hatte, als wir uns vorher mal unterhalten hatte, meinst du, wenn man dich ärgern will, kann man dich fragen, wie lange dauert es eigentlich, ein Album aufzunehmen? Ja. Also ist das, ich meine, man kann mal... Also, okay, den Satz hatte ich dir in dem Gespräch noch nicht gesagt. Ich bin grundsätzlich bereit, bei jeder Länge von Produktion mitzumachen. Also will sagen, ich bin begeistert davon, wenn Menschen, was ich gemacht habe, und zwar oft genug, wenn Menschen in der Lage sind, es innerhalb von einer halben Stunde oder sogar mehr einzutrümmern und dabei etwas ganz Tolles machen. Aber ich bin auch durchaus in der Lage, mit jemandem zu arbeiten, der dort die 5 Jahre an der Musik arbeitet. Das muss vielleicht seit einiger Zeit nicht immer vor Ort stattfinden. Aber man arbeitet genau wie Mann und Frau. Menschen arbeiten an Konzepten, die nicht direkt an den Ort gebunden sind. Es gibt halt einfach die alte Vorstellung von einem Studio und diese Studios sind auch wahnsinnig wichtig gewesen und eigentlich sind sie auch immer noch wichtig, aber sie haben es halt schwer, diese Orte, an denen wirklich vor Ort aufgenommen wird. Ja. Und wenn man das tut, was Produktion genannt wird, kann man natürlich auch sagen, ich begleite teilweise Menschen genauso wie sie mich, dann auch umgekehrt, das gibt es auch logischerweise, den umgekehrten Gedanken, an ihren künstlerischen Ideen über viel längere Zeiten hinweg, als das, was irgendwie an einem Wochenende dann aufgenommen wird. Ich glaube, es war Robert Smith, der mal gesagt hat, also der The Cure-Sänger, dass ins Studio gehen eine Formalität ist. Andererseits ist ins Studio gehen nicht nur eine Formalität, wenn man dann wiederum an Leute wie die Beach Boys oder sonst was denkt oder an die Beatles oder an die Rolling Stones in irgendeiner tollen Phase, wo sie sich wirklich Zeit genommen haben. Ich glaube, Godard hat da mal ein bisschen genauer hingeguckt. Das heißt, es kann auch genau das sein, was alle befürchten, nämlich ein einziger Gammelort, an dem eigentlich nichts passiert und alle nur ganz brutal abhängen und man denkt, so stellt ihr euch euer Leben also vor. Und man muss dann so sagen, ja, haben wir uns so vorgestellt. Und vielleicht haben wir übermorgen auch eine gute Idee, wie das weitergeht. Ja, das bringt aber auch den Punkt so rein, so der Studiobetreiber, der du jetzt zum Beispiel bist, du bist Produzent, machst Aufnahmen und so weiter. Das ist ja nicht so, oder man stellt sich das vielleicht so vor, so ein Godmaster, der im Hintergrund irgendwie so mal, man gibt ihm irgendwie Tonspuren hin und spielt da was ein und am Schluss kommt was Geiles bei raus. Aber eigentlich ist das Ganze ja ein Riesengruppenprojekt. Also wenn da nicht irgendwie die Chemie stimmt mit den Leuten und so weiter und
Ja, oder ich dachte, du sagst jetzt, das Ganze ist ein unglaubliches Luftikus-Projekt, was dann plötzlich nicht funktioniert. Nee. Nämlich, wenn dann auffällt, dass er oder sie gar kein Godmasterin ist oder ähnliches und so weiter. Ja. Also vielleicht hat es im Prinzip immer nur damit zu tun, dass man irgendwie glaubt, dass das funktionieren kann und an dieser Idee halt ständig festhält. Ja. Das ist das so. Und wenn man das sogar noch im Austausch mit Menschen hinbekommt, also sie reinholen kann oder man selber, das passiert ja vor allen Dingen dauernd, also man selber davon überzeugt wird, dass man hier an diesem Ort noch verweilen sollte, sozusagen, ja. Dann ist das so. Und da möchte ich sagen, dass das Electric Avenue Tonstudio, also der Name meines Raumes dort, sich nicht unterscheidet von einem Proberaum, in dem Leute sitzen und glauben, dass sie noch weiter es versuchen sollten. Und ja, je nachdem, ob das den Beteiligten in ihrem Leben möglich ist, daran festzuhalten, wird das auch gemacht. Und oftmals denke ich so für mich, ich will an dieser Stelle nicht verschweigen, dass ich in einer Beziehung bin, dass ich also, ich habe sogar Kinder und ich habe sogar eine Frau und die reden da, wenn man so möchte, mit. Ja. Das heißt, bei den anderen Musikern und Musikerinnen ist es natürlich genauso. Alles Mögliche redet mit. Und insofern sind alle möglichen Menschen daran beteiligt, teilweise ganz konkret monetär helfend, teilweise auch mit, zieh das durch, mach das, bleib dran, ja, oder ich würde hier jetzt vorsichtig werden. Ja, das kann bis zur psychologischen Beratung gehen, also auf jeden Fall. Und zwar nicht nur für die Bands, es gibt ja immer dieses Ding, Produzenten und Produzentinnen müssen unbedingt gute Psychologen sein. Ja, aber in dem Sinne muss man auch sagen, Produzenten und Produzentinnen brauchen auch unbedingt gute psychologische Beratung. Die brauchen das ein gutes Mentoring. Die brauchen richtig gutes mentales Management, weil sie gerade wirklich nicht weiter wissen und sagen, ich brech den Scheiß ab. Und dann so, das darfst du mir sagen, sagt mir dann mein bester Freund. Ja. Das darfst du mir sagen, das darfst du Gwendo sagen, das ist meine Frau. Aber sag es nicht der Band und mach einfach weiter. Ja. Es ist gerade Corona, draußen ist nicht so viel los. Wie ist es bei dir drin im Electric Avenue Studio oder im Westwerk? Was geht da? Ja, an so einer Stelle habe ich dann immer so gedacht, ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle vielleicht schon mal von mir gegeben. Also ich habe mir eine Musik ausgewählt, die ohnehin, sagen wir mal, dadurch krisenresistent ist, dass sie krisenresistent ist. Also sie kennt die ganz hohen Peaks nicht. Ja. Wenn man die ganz hohen Peaks nicht kennt, ist es nicht so schlimm, wenn oben die Spitze mal abgesäbelt wird und weiter und weiter. Und dann denkt man so, wow, also so wenig war wirklich noch nie. Und dann erinnert einen vielleicht Gwendo, ich habe sie jetzt ein paar Mal erwähnt, vielleicht dran, dass sie sagt, doch, Tobias, weißt du, erinnerst du dich noch nach so und so? Da warst du so fertig, da ging gar nichts mehr. Und dann denkt man, stimmt, das war gar nicht so schlimm wie jetzt. Und dann ist es dann sozusagen wieder. Und außerdem, du könntest doch das und das machen. Und dann ist man schon wieder unterwegs. Eigentlich geht es immer nur darum, ob man rausbekommen kann, ob es wieder irgendeinen Anlass gibt, unterwegs zu sein. Ja. Und manchmal ist nicht mal das Studio dafür entscheidend, dass man das Studio weitermacht. Keine Ahnung, ich lese was oder endlich, ich habe mal wieder irgendeine Musik gehört, die ich bisher nicht gehört habe. Keine Ahnung, ich sage mir jetzt irgendwas. Kommerzmusik. Oder auch nicht. Valerie June, eine kommerzielle Sängerin. Ganz toll, dann hörst du sie und denkst, wow, das werde ich nie schaffen, das aufzunehmen. Ich gehe sofort ins Studio. Ja. Also das ist einfach, was soll man dazu sagen? Ja, so zur Richtung Abschluss gesehen, so, wir haben aus dem Archiv ein Stück von Halma rausgezogen. So. Du hast Halma produziert 2018. Die waren hier in Hamburg 2015 bei uns an Bord. Mhm. Hast du da Erinnerungen dran an die Aufnahmen mit ihnen? Und was? Ja, klar. Beschreib mal ein bisschen, wie ist das mit so einer Band aufzunehmen, die wir jetzt gleich hören werden? So. Ja, also, da fällt mir erstmal der schöne Begriff Co-Produktion ein. Also das heißt, wir haben zusammen den Gedanken gehabt und vor allen Dingen ist zu aller vorderst zu nennen der Name Tom Fleischhauer. Tom Fleischhauer ist ein wunderbarer Musiker und Mischer und überhaupt ich weiß nicht, welcher Begriff jetzt der richtige ist, auch ein Veranstalter. Und der hat tolle Ideen gehabt, viele und viele, und hat sie in die Tat auch umgesetzt und hat im Westwerk eben Konzerte veranstaltet. Ich weiß nicht, ob das da schon Traumkonzerte hieß, das war einfach ein Begriff für ihn, wo er dachte, ich mache jetzt das, was ich mir vorstellen kann. Und dann wäre Westwerk wie viele andere Kunst- oder Musikvereine, wohlgemerkt, es ist ein Verein, ja? Es ist es ist ein gemeinnütziger Verein. Deswegen ziehen wir auch keinen persönlichen Gewinn daraus. Genau, ist wie bei euch. EV, okay. Gemeinnützig. Ganz genau. Also ist es möglich, das zu machen. Tom hatte die Idee, hat das mit der Band The Heffels gemacht. Das ist die
Main Band im Westwerk, die es gibt, solange wie es das Westwerk gibt. Eine wunderbare Band, mit der er auch das losgetreten hat, nämlich dass ein großes, eine große Aufnahmemöglichkeit in der Halle entstand. Das wurde mit Halmer auch gemacht. Und dann wurden Aufnahmen gemacht und danach wurde gesichtet, was hat die Band gesichtet, was sie sich davon vorstellen können, dass man es zu Ende produziert. Also haben wir das Material gesichtet, was in der Halle aufgenommen wurde, und haben geschaut, was man dem Antun Gutes tun, was man versuchen kann, so war das Antun gemeint, also was man ausprobieren kann, und sitzt dann eben etliche Stunden, wunderbare Stunden da und schaut, was funktioniert, und entwickelt eben einen Klang aus einer Live-Aufnahme. Ja. Ihr macht es ja hier on point, also ihr nehmt sofort auf, ja. Aber sicherlich sind mit euren Aufnahmen auch schon Dinge passiert, die dann in irgendeiner Form weiterentwickelt wurden, oder jemand hat sich das Material genommen, ja, und hat geschaut und geguckt, und genau das ist bei uns dann passiert. Und ja, dann geht das auch weiter. Die Gruppe hat dann auch an den Aufnahmen nochmal zu Hause auch nochmal was weitergemacht, und manchmal denke ich so, oh, wow, haben sie gemacht. Man ist immer neugierig sozusagen. Das heißt, die Dinge gehen so ihre Schritte, und an einigen ist man beteiligt und an anderen ist man nicht beteiligt. Ja. Das ist die Nummer mit Halmer. Ich würde sagen, so, es war auf jeden Fall ein Einblick in eine Welt, wo du in deiner mit Aufnehmen, mit Produzieren so am Start bist. Wir gucken gleich bei Halmer rein. Was machst du gerade aktuell? Oh, heute habe ich meinen Zettel, weil die Namen sind so neu für mich. Ich brauche da aber eine. Ich habe heute den dritten Tag verbracht mit einem ganz tollen Hörspiel mit Duygu Aal, heißt die eine Autorin, würde ich sagen, und krasse Künstlerin. Derya Yildirim hat hier auch schon gespielt. Genau, ja. Und die Künstlerin Annika Kaas, eine bildende Künstlerin. Und mit Derya habe ich schon ein paar Aufnahmen gemacht, mit Sebastian Reier, auch ein Hörspiel. Und das habe ich heute gemacht. Genau, das war heute der letzte Tag von der ersten Phase, möchte ich mal so sagen. Und dann steht hier noch aus irgendeinem Grund drunter, weil ich dachte, vielleicht sprichst du mich drauf an. Im Oktober nehme ich mit Sven Kaczirek und Fulmir Gao eine kenianische Musikerin, eine kenianische Sängerin, eine ganz tolle Platte auf. Das bin ich an der Stelle jetzt einfach so völlig kontextlos mal losgeworden. Das kannst du kontextlos loswerden, ne? Weil also Sven Kaczirek war hier im Dezember, da hat er mit Oli Tratego, Ot Okodo heißt das Projekt, ja, Wahnsinn, hier gespielt. Wahnsinnig gut. Und er ist ja auch mit Wangari Grace auch aus Kenia am Kapnagel einig gewesen, wurde wegen Corona, glaube ich, gecancelt oder wieder mal verschoben und so weiter. Ja. Das ist mir aufgefallen, im ganzen Katalog von dir, was man da so guckt, irgendwie so, gibt es auf jeden Fall einen Haufen Momente, die wir auch hier so an Bord schon hatten, so, ja, wo dann, ich denke weiß auch, weil es hier eine Produktionsstätte ist, in der Dinge auch mal experimentell probiert werden können, so ähnlich, oder vielleicht bei dir noch mehr, weil es eben wirklich direkt auf so Aufnahmen geht. Nee, so. Genau so. Genau, ja. Ganz genau so. Hey Tobias, vielen Dank. Stefan, vielen Dank. Team Stubnitz, vielen Dank. Genau. Und wir hören jetzt rein bei Halmer, ein ganzer Track, schön in 9 Minuten mal gleiten gehen, bevor wir dann hier zurück sind mit Twisk und Rick MacPhail. Viel Spaß dabei. Halmer jetzt für euch. Thank you.
Tja, und da sitzen wir schon wieder direkt über der Bühne in der Verarbeitung hier auf der MS Stubnitz. Das war gerade Halma mit Deep White. Ich hatte gerade mit Tobias Levin hier eine Nummer. Die haben 2018 bei ihm produziert, 2015 waren sie hier bei uns. Und jetzt sitzen Rick McPhail und Luca Lenzin von Twisk hier. Schön, dass ihr da seid. Ja, herzlich danke willkommen. Danke. Nochmal mitten in der Sendung so. Wie ist es, mitten in der Sendung zu sprechen? Wie ist es so, ja? Du hast schon gespielt? Super gut. Also wie ich vielleicht schon so halbnuschelig auf der Bühne bemerkt habe. Erstens habe ich einfach diese verschiedenen Elemente gar nicht mehr so richtig im Gefühl gehabt. Mir ist plötzlich aufgefallen, ah ja, stimmt, wie cool. Es ist richtig heiß auf der Bühne wegen den Lampen. Es macht voll Bock. Ja, wir haben auch teilweise so extra schön. So alte Lampen, die so schön warm geben und so weiter. Ja. Ihr seid beide heute hier, eigentlich beide mit neuem Album irgendwie so. Also euer Album kommt im Juni raus, eures schon morgen. Morgen. Ja. Also ein paar Stunden so, hot. Oder ja. Aber davor hat es noch keiner gehört, oder wie ist das? Ha? Sorry? Davor hat es noch niemand gehört, oder? Wir machen halt wie alle dann die paar Singles vorab, ein bisschen die Leute warm zu machen und so. Mhm. Aber ansonsten der Rest der Platte, außer Journalisten, wie du. Ich bin kein Journalist. Hat das keiner gehört. Ich habe sie sogar dabei. Das ist eure Platte. Genau. Aus dem Upper Room Studio. Schenke ich dir. Echt? Dankeschön. Ja, hier, ne? Upper Room Studio, du machst das in deinem eigenen, in deiner eigenen Hütte, in deiner eigenen Bude. Genau. Und man kann nachlesen im Internet irgendwie so, außer mit Familie hängst du eigentlich nur mit Vreen ab. Ja, oder im Moment. Ist das so? Im Moment schon, ja. Ich hab eigentlich für das Winter habe ich dann so einen Jagdanzug gekauft. So, in Amerika gibt es so für Skimobiles, also für Schneemobile. Gibt es so diese Onesies, die so gefuttert sind. Aber hier in Deutschland, irgendwie, weil es nicht so viele Schneemobile gibt, gibt es sie eher so als Jagd mit gefutterter Anzug, so ein Onesie. Camouflage auch. Gekauft. Und eigentlich hatte ich vor, mit meiner Freundin dann halt draußen im Winter auf dem Parkbank zu sitzen und Bier zu trinken. Aber ich war der Einzige, der diesen Anzug gekauft hat. Ich habe mir auch einen Schneeanzug gekauft. Ich hab mir auch einen gekauft. Oh, so ein Lila. Siehst du? So einen alten auch irgendwie. Aber wer weiß, vielleicht macht das Wetter irgendwie wieder eine Umdrehung. Und dann können wir hier oben sitzen und frieren. Genau. Ja, apropos, man war viel draußen und so weiter. Wie ist es eigentlich so? Ihr seid beide viel beschäftigte MusikerInnen, Musiker. So, was geht ab? Wie ist Corona als Musiker? Corona ist nur das, das klingt jetzt auch, als hätte ich es irgendwo abgelesen, wie das Vergrößerungsglas, was sonst das Gleiche ist. Ich bin in meinem Raum, in meinem Atelierraum und schraube an dem, was ich sowieso machen will. Ja. Fall aus dem Bett, setze mich entweder ans Zeichnen oder ans Musikmachen. Ja. Und das ist genau das Gleiche jetzt, außer... Ja, dass es noch weniger Möglichkeiten gibt, das irgendwem zu zeigen, vielleicht mal zwischendurch. Ja. Du bist auch mit Plastik am Start. Mit Twist kommt jetzt eine Platte raus. Ja. Ihr habt die bei Ramona Records gepresst. Genau, die ist irgendwo zwischen gepresst oder noch in der Presse, weil es tatsächlich so viele komische Zwischenfälle gab, wie es gibt nur eine Firma, die das Material für Matrizen herstellt und die ist in Japan. Ja. Aber im Suezkanal ist halt ein Schiff quer gestanden, deswegen hat keiner mehr dieses Matrizenmaterial bekommen. Und die Matrize wurde ganz kurz, bevor sie vervielfältigt wurde, leider aus Versehen eingestampft. Das heißt, lauter solche Sachen passieren. Aber weil Ameise Martin und das ganze Presswerk einfach mega der gute Ort ist, der sich auch so in der Umgebung, mit der Umgebung auseinandersetzt und ganz viel dafür gibt, was da stattfinden kann in Hammerbrook. Das ist halt der Ort, um das pressen zu lassen. Und die Testpressung klingt super geil. Ah, geil, ja. Und dann kommt die Platte am 18. 18.06. Ja, genau. Ist sie raus, Intimate Polity. Ja, cool. Ja, wir waren vor kurzem, zwei Wochen, glaube ich, oder sowas, bei Martin, haben schon eine Vorproduktion gemacht. Wir waren im Juni irgendwann, wahrscheinlich in der zweiten Juni-Folge dann, also in Folge 28 oder sowas, gibt es eine kleine halbe Stunde über Ramona Records, über das Presswerk. Oder Martin gibt ein paar Anekdoten zum Besten. Sehr schön. So, genau, ja. Aber dann ist es ja, er presst ja dort 7 Inches, so macht die Matrizen dort und dann wird das ja irgendwo anders dann quasi voll weiter hergestellt, ne? Es gäbe auch eine 12-Inch-Anlage. Die Frage ist nur, wann die dann installiert werden kann, weil da halt permanent gearbeitet wird. Ja. Aber der Tag wird kommen.
Genau. Sag ich einfach, das musst du von Martin draus finden. Wie ist das so? Macht das einen Unterschied, während diesen verrückten letzten anderthalb Jahren aufzunehmen oder sonst so? Ich meine, es ist jetzt mit Havel McPhail die erste Platte, Debüt, aber du hast ja schon x Platten eingespielt und du auch mit deinen Projekten so. Macht das einen Unterschied, das 2020, 2021 zu machen oder in den Jahren davor? Ja, war das live fällt aus eigentlich. Und bei kleineren Bands wie unserer ist es eigentlich das Wichtigste, um Platten zu verkaufen. Da verkaufst du einfach, würde ich sagen, irgendwie 80%, 75-80% von den Platten, die man verkauft, sind bei Live-Konzerten verkauft. Und ohne diese Live-Spielen und ohne quasi irgendwie ein bisschen so ständig in die Erinnerung zu bleiben mit lokalen Presse, da spielt man dann halt in der Stadt und dann, wenn du Glück hast, dann schreibt dann jemand ein kurzes Artikel darüber und dann denken die Leute, ach so, ja, da gab es diese Platte, was im Januar rausgekommen ist. Ja. Und bei meiner eigenen Band Mintmind war das halt so, dass letztes Jahr irgendwie hatten wir Glück, gerade ein erstes Tour zu machen für die Platte und haben fast die ganze Auflage verkauft und dann habe ich den T-Shirts nachgemacht, weil wir eigentlich geplant haben, wieder im Mai und im Herbst wieder auf Tour zu gehen, weil die T-Shirts ausverkauft waren und dann ging es los und dann sitze ich auf Hunderte von T-Shirts und zum Glück ist die Platte fast, die Auflage ist fast ausverkauft, ja. Aber man braucht das halt, dass man immer wieder in die Erinnerung bleibt und ich bin nicht so das Social-Media-Fuchs und so, mit den Leuten nerven. Ich will nicht irgendwie die Leute immer permanent damit nerven. Und ich denke halt, das ist eine nettere Art, das zu machen, ist einfach zu spielen. Und da in die Presse, in die lokalen Presse reinzukommen und dann halt ein paar neue Fans so auf der Art zu gewinnen, als dann halt so, guck mal, was ich heute gemacht habe, mein Brötchen. Das ist auch ein bisschen ein Leid, wir machen das ja auch, also ich, auch gerade jetzt während Corona, davor aber natürlich auch schon mal, ist auf Facebook, auf Instagram, macht da irgendwie so rum, gerade jetzt schauen auch Leute auf Facebook direkt zu, über diese Cross-Posting-Nummer, mega viele Partner am Start und dass das eine Reichweite kriegt. So einerseits ja schon geil so, dass das geht, andererseits hängen Leute Lebenszeit rein, Stunden klicken, machen, tun so. Ihr habt auch da gar keine Präsenz, weil ihr keinen Bock habt so, ne? Nee, oder? Das wurde mir mal, als ich, ich hätte fast mal so eine Schulung oder sowas gemacht. Und da wurde mir gesagt, ja, dann musst du die ganze Zeit irgendwo, wenn ihr am Proben seid, macht ihr Fotos und wenn ihr ein Bier trinkt, macht ihr einen Film. Ich war so, ist das eher tatsächlich das Ding, dass ich rumfahre, an einen neuen Ort komme, davon berauscht bin und das spürt jemand, wenn ich da auftrete und deswegen connecten wir und dann lernt man Leute in echt ganz anders kennen. Außerdem, ich lerne viel mehr über mich, wenn ich auf einer Bühne auftreten kann, wo echte Menschen sind und über wie performe ich oder so, als wenn ich in irgendwie so einem quadratischen Rahmen performe oder mit den Angaben, die ich in einem gewissen Medienformat machen kann, natürlich. Ja, also irgendwie braucht es viel mehr, schon wieder, nachdem es gerade erst angefangen hat, viel mehr, wie soll ich das sagen, weniger von diesem Dualen. Jetzt ist die Band live, jetzt ist sie auf der Platte, jetzt irgendwie muss ich das mischen und durcheinander gehen. Ja, voll. Ja, das ist auch das, was gerade ein bisschen fehlt, so dieses dynamische Lebenschaos irgendwie so, ne? Das ist irgendwie so stark getaktet. Ja. Man weiß schon, was zu tun ist oder was man machen kann so und bewegt sich in kleinen Spielräumen, aber that's it, so unterm Strich. Es ist echt schwer, weil man dann halt in eine andere Generation aufgewachsen ist, wo es quasi diese Schritte gab, zum erstmal irgendwie Demo-Tape machen und dann halt Auftritte spielen und dann ein Label finden und dann die Platte rausbringen und dann haben die Journalisten halt was darüber geschrieben und so. Und man ist einfach nicht gewohnt, dass man sich selber verkaufen muss, weil es immer diese Schritte vom Filter und Geschmackspolizei dazwischen gab und so. Und inzwischen ist es alles einfach filterlos und man muss halt selber gucken. Ja. Und ich unterrichte auch in der Musikuniversität und wir haben ganz oft irgendwie Diskussionen über Authentizität und so. Und auf sowas stehe ich gar nicht. Mir ist es scheißegal. Ich finde Bands, die dann halt Lederjacken und wie die Ramones aussehen, cool. Es ist halt, natürlich sahen die wahrscheinlich immer so aus auf die Straße, aber mir ist es unwichtig, ob was authentisch ist. Aber
gerade bei diesen jüngeren Menschen, die dann halt oft eher so diese Neo-Folk, authentische Musik stehen und so, finde ich, dass dann auch scheiße war, dass dann halt nicht so deren Bild passt mit dieser ganzen Instagram. Die denken halt, das TikTok und alles, das ist eher so für Pop-Leuten sind. Und die checken nicht, dass halt ohne einen Namen, ohne irgendwie jahrelang, wie wir irgendwie vielleicht einen Namen zu bringen in dieser Zeit davor, ja, in Social Media, dass es nicht ohne geht heutzutage. Und ich glaube, die unterschätzen halt, wie schwierig das sein wird, ohne oder in den Spiel mitzumachen. Ja. Ja. Das ist traurig, ich finde es traurig. Es ist schon eine krasse Entwicklung so. Und andererseits passieren da trotzdem so diese Connections, die es gibt. So Twist, ihr habt jetzt euer Album im Upper Room Studio aufgenommen. So. Es gibt ja schon so diese Momente, wo man sich dann echt begegnet und dann zumindest untereinander was passiert. Ist halt vielleicht ein bisschen abstrakter zu einem Publikum, dass es gerade nur irgendwo angenommen, irgendwo da draußen virtuell gibt oder sowas. Wie ist das, wie lief das bei euch, wie ihr das irgendwie gemeinsam gemacht habt, die Platte so, oder? Gute Frage, ich kann das nicht so genau beantworten. Aber das ist ein nettes Wochenende, oder? Ihr wart sehr professionell, muss ich sagen. Ja, wir haben geübt, wie die auch coole Irren. Effekte und so. War ich sofort begeistert. Ja. Und haben dann tatsächlich einfach in 2 Tagen quasi live eingespielt. Das Witzige war halt eigentlich, das habe ich mir so nicht überlegt im Voraus, aber dass Rick unsere Sachen eigentlich nicht kannte und quasi im Control Room saß und so, okay, das so aufgetischt bekommen hat. Und dann, weil es die Instrumente drin waren, haben wir eingesungen und dann sind wahrscheinlich noch mal ein paar Lichter aufgegangen. Ah ja, das war irgendwie eine schöne Situation. Ja. Ja, ich glaube, ihr habt mir vielleicht auch Demos geschickt oder so. Aber ich höre das oft erstmal nicht an. Also das hat man oft, dass die Bands sind, so, das ist eine Demo und ich will das gar nicht. Ich will einfach Mikrofone davor stecken und gucken, was da aus dem Amp kommt und da den besten Sound möglichst irgendwie mit einem Live-Gefühl einfangen, als dann halt irgendwie vorher zu wissen, wie es dann vielleicht klingen soll. Ja. Wie ist das gerade so? Plant ihr schon jetzt irgendwie so? Es munkelt sich ja schon gerade so eine Öffnungsnummer hin irgendwie so. Also spitz gesagt, Eppendorf geht bald wieder in die Oper irgendwie so. Spielt ihr bald wieder in irgendwie auf irgendwelchen Bühnen? Oder Open-Air-Sommer Hamburg hört man auch irgendwo munkeln. Ist da was? Oder habt ihr was vor demnächst? Wir haben uns auf jeden Fall einen Termin im Hafenklang gesichert und einen im anderen Arthur in Lüneburg. Es war aber das Einzige, wo wir rangekommen sind. Also es gibt schon immer, es gibt immer mehr Gatekeeper. Ja. Es kommt schon sehr darauf an, ob irgendwas einem Genre entspricht. Ja. Und genau, ich halte aber auch nichts, also wie soll ich sagen, ich halte auch nichts von Authentizität, weil Authentizität heißt nur im Umkehrschluss irgendwas, wo ich bin dann sicher, dass hier niemand maskiert ist und mich dann vielleicht verschreckt oder so. Ja. Oder zweimal um die Ecke denkt und ich komme nicht hinterher. Und ich weiß nicht, wir scheinen unfassbar maskierte, verschreckende, um die Ecke denkende Leute zu sein, die irgendwie so nicht richtig reinpassen. Ja, also das ist irgendwie sperrig scheinbar. Ja. Deswegen haben wir noch keine Konzerte, aber wir planen uns jetzt so selber vielleicht was zurecht, dass wir vielleicht bei Ameise mal im geöffneten Garagentor spielen oder das Gartenkunstnetz anhauen oder so. Ja. Dann geht auf jeden Fall was. Okay, cool. Und wie ist das bei dir so, bei deinen Projekten oder jetzt auch ganz speziell Javier McPhail? Javier McPhail, spielen wir Molotov. Ich glaube, jetzt ist dritte Akte der Termin im Backyard. Und das klappt, aber es ist erstmal bestätigt und dann. Und dann Reeperbahn Festival spielen wir auch. Wäre schön, irgendwie aber aus Hamburg rauszukommen. Ja. Aber wenn das erstmal alles ist, geht, dann nehme das ist das, auch hier das Ding im Booking so. Also teilweise haben wir gesagt, oh, dann machen wir Plattenfrost und dann können wir so richtig dann. Also es gab Momente, wo man kurz dachte, es würde was gehen. Das war im Oktober, November 2020, wo man dachte, okay, jetzt geht's wieder. Aber das wurde dann so schnell, so schwerfällig und ein paar größere Bookings, die dann überhaupt nicht geklappt haben, wegen schon Distanz. Manchmal schon Berlin schwierig. Holland ganz beschissen war das da mit Hin- und Herfahren und Tests und so weiter. Und auch jetzt irgendwie so fühlt es sich noch nicht so safe an, dass man da direkt starten könnte, ne? Oder? Nee, digitale Teststrategie, die man vorlegen muss, jeder muss sich einchecken, auschecken, keine Ahnung, Maske bis zum Platz und so weiter. Hm? Ich habe auch für Tokotronic haben wir mehrere Open Airs geplant jetzt im Sommer, aber ich glaube auch nicht irgendwie in der Große wird es nicht
nicht klappen. Also ich habe aber irgendwie zum Glück irgendwie Schrödingers, ich glaube diese Open-Air-Geschichten, wenn die in den Kleinen sind, wie im Schrödingers letzten Sommer, wo wir mit Mintmann gespielt haben, konnte sowas klappen. Aber wenn es ein, also für Tokotronic, für Havel McPhail wäre es nicht so, so zu groß. Ja. Aber für Tokotronic ist es ein, vom also Stadtpark-Konzert habe ich gerade heute erfahren, ist schon wieder gecancelt und wird verschoben. Auf nächstes Jahr schon wieder. Ja, das ist wirklich, das ist super anstrengend auch. Du planst und machst und tust irgendwie so. Ich meine, so im Kleinen heute irgendwie so, auch es passiert so schnell, dass dann Verzögerungen kommen und im Booking oder in, auch für Bands, irgendwie, es gibt halt gerade überhaupt nichts mehr mit Planungssicherheit oder. Deswegen waren wir echt froh, dass unser Label gesagt haben, die bringen das so oder so raus. Also, La Pochette Surprise. Genau, wir haben das diskutiert und meinten irgendwie, ist das okay, wenn wir nicht auf Tour gehen können und so. Und die meinten, nee, wir wissen nicht, man weiß es einfach nicht, wann man wieder auf Tour gehen kann. Und dann muss man, also man kann nicht die ganze Kultur und die ganze Kunst irgendwie anhalten, wenn man was hat, irgendwie muss es halt raus. Und ich finde das cool, dass wir ein Label gefunden haben, die gesagt haben, wir machen das, wir bringen das raus und hoffen wir, dass das klappt. Ja. Ihr seid bei Brilliant Alternatives? Oder? Genau, das ist das erste Mal mit Label, sozusagen. Ja. Okay. Die erste Platte war selbst released und... Genau. Ja. Bisher haben wir mal Kassetten oder Video-DVD-Sammlungen und solcherlei Späße, Zitronen mit Download-Code verkauft. Oh, wir haben auch Kaugummis mit Mintmann. Ja. genau, das wird das erste Mal mit Label und genau, dadurch haben wir sicher eine größere Reichweite erstmal. Aber ja, ich würde jetzt auch nicht irgendwie spielen übers Knie brechen, weil die Gesundheit der Leute, die sich sonst gerne aneinander reiben und rumspringen und schwitzen, geht mir auch vor. Aber ja, ich freue mich, wenn das wieder geht. Ja, vielleicht müssen wir uns dann auch beeilen, weil dann gibt es bald keine Autos mehr. Dann dürfen wir nicht mehr touren. Ja, ja. Irgendwie der nächste Clusterfuck wartet wahrscheinlich schon um die Ecke irgendwie so, ja. Kann man so sehen. Heute ist erstmal so, hey, vielen Dank für die kleine nette Runde hier. Ihr habt schon gespielt, geile Nummer. Ja, danke. Du machst dich gleich in das Schlagzeug irgendwie so. Ich habe es irgendwo noch gelesen, hast du schon lange nicht mehr gemacht. Hast früher mal Schlagzeug, jetzt extra wieder für Havel McPhail. Ja, genau. Ich habe ab und zu mal so Demos aufgenommen von Mintmann, manchmal so, das ist die Idee, in welche Richtung es gehen soll. Und dann auf eine EP gespielt, aber ich hatte richtig Lust, wieder Schlagzeug zu spielen, weil ich bin immer so festgenagelt beim Toko und beim Mintmann, Keyboard spielen, die ganzen Solos, Fußpedale schalten, gleichzeitig singen und so. Und dann dachte ich, ich möchte halt vielleicht mal ein bisschen bewegen. Ja. Man sitzt am gleichen Platz, aber man hat das Gefühl, dass alle Glieder irgendwie zumindest mal bewegen können. Ja, dann viel Spaß dabei gleich so. Vielen Dank euch beiden für ein bisschen Einblick in euer Musiker-Dasein, in euer Künstler-Gedöns. Stecken wir auch drin. Wir schauen jetzt nochmal rein ins unser Konzertarchiv. 2018 war Ava Mendozas Unnatural Ways hier aus US mit dem Song, muss ich jetzt mal aufklappen, so ganz unprofessionell hier, Dog's Bodies. Der geht neu, gute Weile, geht auch gut ab, bisschen neues rockig so und dann geht's eigentlich schon zu euch. Yes. Ich wünsche euch alles Gute, kommt gut durch die weiteren Krisen des Lebens. Dankeschön. Danke an den Stubnitz, das war sehr schön. Ja. Also bisher. Ich muss auch spielen, klasse. Aber. Ja. Viel Spaß mit Unnatural Ways und dann bis dann. We'll be right back.
We'll be right back.
Und da sind wir wieder. Felix. Genau. Ja, Stefan. Hallo. Pardon, Parachon. Ja. Ja, genau. Was geht ab? Du, Jubiläumsveranstaltung heute, ne? Ja, genau. Ja, wir machen 26. das. Folge, ja. Ein verfluchtes Jahr machen wir das Ganze schon, alle zwei Wochen. Ja. Wir machen dann tatsächlich im Sommer, glaube ich, auch mal ein bisschen Pause für genau. kurze Zeit. Für genau. längere Zeit auch, aber im Hamburger Kultur- und Festivalsommer, der da so angedroht wird und angekündigt wird, so, da machen wir ein bisschen Stille und schauen, wie es dann weitergeht. So. Ja, genau, hat ein bisschen auch den Hintergrund, dass wir, naja, geht erstmal um Außenflächen. Mit Außenflächen haben wir es hier nicht so, beziehungsweise wir haben eine Außenfläche, aber wir haben auch Nachbarn, das beißt sich so ein bisschen ins... Leider. Ins Ohr, Nase, ja. wie auch immer, eher ins Ohr wahrscheinlich als in die Nase. Genau, und deswegen werden wir ein bisschen Pause machen, aber es gibt vorher noch mindestens... Vier Folgen. Vier Folgen? Ja, wir werden die 30 voll machen. So, heute ist 26, wir machen noch viermal. Ja, krass, so ein kleiner viermal? Ja, doch. Ich habe gedacht dreimal, aber nee, vielleicht habe ich Bullshit im Kopf. Kleiner Ausblick ist, dass wir nächstes Mal, wird es wieder elektronischer, so Aphexia wird hier spielen, Ophelia Sullivan, die auch das Katharsis Festival hier in Hamburg gemacht hat, René Junge von, was macht der Junge? Der macht Living Dead und das Ghost Living Dead Productions ja. und hier seit 10 Jahren die Ghost Ship auf dem auf der Stubnitz. Genau, John Dark wird noch dabei sein, bisschen so Avantgarde-Pop, bisschen IDM, elektronischer Kram und halt auch eben, was so ein Veranstalter wie René so seit Corona macht, was er davor gemacht hat, warum er überhaupt so Sachen wie Veranstaltungen macht und nicht irgendwo was, wo man einfacher Geld verdienen kann. Ja. So, ja. Warum machst du das eigentlich hier? Warum ich? Das ist eine gute Frage. Ja, ist ja kein Interview, ne? Nee, genau. Also warum mache ich das hier? Ich mache das, weil ich Bock drauf habe eigentlich. Und ja, spannend. Auf jeden Fall. Ja. Wir gehen weiter, oder? Wir gehen gleich weiter. Schaut gerne noch bei uns vorbei bei YouTube. Liked alles. Teilt alles, habt Spaß damit, informiert euch, interessante Gespräche, interessante Musik, ein breites Spektrum. Genau, bleibt zu sagen. Tschüss. Tschüss und vielen Dank an alle hinter den Kulissen, vielen Dank an alle vor den Kulissen. Eine Menge Leute machen hier das möglich so, also man sieht wenige, viele in der Kamera, aber es sind viel mehr, die im Hintergrund sehr viel tun ja. und so, die in vielen kleinen Stellen und auch in vielen großen helfen, dass überhaupt was geht so. Und ich würde sagen, hier Vreen und Rick stehen auf der Bühne. Machen wir die Bühne frei. Für Transmissions from the Upper Room, morgen kommt die Platte raus. Genau. Hier mal direkt schon mal live reingeschnuppert. Jo, alles klar. Felix, ne? Ja, mach ich. Ja. Mischmasch. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Unsere erste Single, Pause Play, war das. Kind of
Das nächste Stück ist unsere aktuelle Single Minor Commotions. A minor commotion. Das nächste Stück heißt Drop the Mask. Und hätte man, als wir es 2019 geahnt, was auf uns zukommt, hätte man es vielleicht anders benannt. Geht aber nicht, weil es jetzt schon aufgenommen und auf der Platte und heißt so. Und man muss aber wissen, es ist keinesfalls das, was man rein interpretieren könnte. Es ist ein Song über toxische Beziehungen.
Okay, das ist das letzte Stück für heute Abend. Das heißt Random Revolution von unserer Platte, die morgen rauskommt. Die heißt Transmissions from the Upper Room. Und vielen Dank an Plattenfroster TV, dass wir hier sein durften. Insignificant, yeah. Riding on a dream.
swaying. Oh, hollow phrases, insignificant. Vielen Dank.